ein Halbling. Schon wieder. Nein, 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 nein. Bleib hier mal. Ja, man hat es gerade gesehen bei dem Troll. Troll? War das Troll? Ja, das war ein Troll. Muss man aufpassen. Der macht so ein Special Move. Ja, Special Move kann man das nennen. So ein, Body Slam quasi. Und wenn da meine Schergen unter den drunter sind, wenn der auf den Boden knallt, haben wir das Problem, dass die dann direkt sterben. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen habe ich die da gerade zurückgerufen. Und dafür hat er aber zwei Halblinge getötet. Kann uns auch noch recht sein. Und dann schnappen wir uns hier noch die Steinwerfer. Wir können uns wohl noch nicht ins Getümmel stürzen. Solange wir hier beschäftigt sind, solltet ihr herausfinden, wo diese Gierschlunde das Essen von Rauschingen versteckt haben. Yep. Das wird sich alles finden. Da bin ich ganz zuversichtlich. So, Kampfkraft wieder gestiegen, Goldhammer. Also Goldhammer gefunden und dann noch... Sieht so aus, als ob ihr in eurer großartigen und beeindruckenden Gestalt dort hineinpassen würdet, Herr. Anders umschrieben, die Tür ist groß genug für mich. Immerhin. Aber war jetzt hier nicht irgendwo die Feier? Ach, die Feier war da, da kommen wir noch nie hin. Gut, okay. So, ein Haus, das wir betreten können. Ich freue mich. Quartiere der Halblinge. Und rein geht's. Ladebildschirm. Und siehe da. Automatisch gespeichert ist. Da haben wir wieder so einen Wegpunkt. Hier haben wir nochmal ein Schergenportal. Und hier sieht es auch aus wie Sau. Hm. Kann man das kaputt machen? Ja. So, dann folgen wir mal den einzigen Weg, den es hier gibt. Überraschung! So, macht mal alles kaputt. Die Waffe ist zu schlecht für alle von unseren. So, hier oben was übersehen. Teller, Pflanzen, Blumen, bisschen Gold. Gold ist immer gut. Gold, Kaminschaden. Dann gehen wir erstmal hier den linken Weg welchen. Seid leise, Meister. Warum? Ihr dürft diese Halblinge auf keinen Fall wecken. Daran jetzt so schlimm? Traf ich nicht. So. Ich meine, wir sind ja eh hier mehr als dominant unterwegs. Alles, was hier so funkelt, ist derzeit zu schlecht für unsere Schergen. Ich schicke sie vorsichtshalber trotzdem mal drüber. Ne. Die wollen nichts haben. Davon. Gut. Hier noch so eine Waffe. Die sieht eigentlich ganz cool aus. Nee. So, dann wären wir hier in dem linken Flügel fertig. Da drüben kommen wir hin. Ergo. Hopp. Durch die nächste Tür. Und Wunder über Wunder noch eine Halbling. Ab. Komm her. Warum wackeln? Dort ist ein Eisentor. Ach, gehen wir erstmal hier rein. Warum wackeln denn die?
Dieses elende Gewürm scheint die Halblinge nicht zu mögen. Sie sind sich zu ähnlich. Jetzt greift's uns an, Spitze. So, hier müssen wir wohl wieder auf die Schergensteuerung zurückgreifen. Machen wir hier oben alles platt. Dort haben wir eine Kiste, das ist eigentlich das Wichtige an der ganzen Sache. Alles, was da rausfliegt. Ein bisschen Gold. Wenn man ein Imperium aufbauen will, braucht man das ja immer. Naja, der hat zumindest mal was aufgehoben. Was ist das? Die Halblinge haben überall Löcher. Versiegelt sie und haltet dieses abscheuliche Ungeziefer auf. Ach, da ist noch so ein Halbling. Und rein da. So, wir kommen von da. Dort haben wir was zum Drehen. Das machen wir dann gleich. Hier machen wir erstmal kaputt. So. Da ist Gold, holt mir. Nanu? Hä? Was ist das denn für ein Blödsinn? Hier oben liegt Gold und ich komme nie. Ach. Dreck. So. Nochmal hier runter mit euch. Nehmen wir fein säuberlich alles auseinander. 203 Angriffskraft. Nicht verkehrt, hier gibt's nochmal Gold und Rupp gibt's auf den Sack. Genauso wie für den. Und da haben wir nochmal Essen. Idioten. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Gut, während die das zurückschleppen, werden wir hier nochmal ein bisschen randalieren. Die Kiste da machen wir auf jeden Fall noch oft los. Bringt mir das Gold. Ach, da drüben ist auch noch Gold. Du kommst auch noch mit. So, dann würde ich sagen, da drehen wir mal am Rad. Ah, da wird das Tor aufgehen. Kann ich dann nicht direkt runtergehen? Machen natürlich nicht. So. Wir haben uns den Weg gebahnt. Und jetzt müssen auch gleich unsere Schergen zurückkommen. Oder beziehungsweise uns über den Weg laufen. Weil das war der erste Lebensmittelsack, den wir den... Ah ja, nee, das war ein Goldsack. Ach, okay. Mein Fehler, da war Gold drin. Das haben wir uns jetzt in den Turm geschmissen. Auch schon. Dann gehen wir hier mal weiter. Bitte, holt uns doch hier raus! Benutzt das Rad da drüben! Einer der Halblinge hat gesagt, wir würden Wilfried zum Abendessen serviert. Oh, ich will nicht gefressen werden! So, mach das Loch doch direkt zu. Los, rein da! Und zwar alle. So, die stehen da blöd rum, also die KI ist jetzt nicht die beste. So. Oh, vielen, vielen Dank!